Hallo, in diesem Video werde ich mit euch ganz viele Wollreste loswerden. Und zwar machen wir ein tolles Projekt, wo ihr total kreativ und ganz frei eure Fantasie spielen lassen könnt und dabei noch euren Wollschrank aufräumt. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video und ihr seht, ich habe hier schon mal ein bisschen was rausgeräumt. Und zwar fallen ja immer beim Häkeln und Stricken und so weiter irgendwie ganz viele Knäuel, angefangene Knäuel oder irgendwie auch so verwaiste einzelne Knäuel an und keiner weiß so richtig, wohin damit. Es sind teilweise vielleicht Projekte, die ihr mal machen wolltet oder wo was übrig geblieben ist und jetzt habt ihr so einen bunten Haufen und habt irgendwie den Schrank voll. Und wir brauchen ja immer neue Wolle, deswegen wollen wir Platz schaffen. Und ich habe das perfekte Projekt dafür. Dieses Video wird nicht nur die Anleitung für das jeweilige Granny Square werden, sondern ich werde euch auch zeigen, wie ihr die Stücke einzeln zusammenfügen werdet. Und ich werde euch auch sagen, wie viel Verbrauch ihr ungefähr brauchen werdet. Und werde euch sagen, wie ich das gemacht habe. Allerdings dürft ihr da absolut frei eure eigene Decke machen oder was auch immer, Kissen, Jacken, egal wie. Also mit Granny Squares kann man ja so viel machen. Das bleibt euch überlassen, aber ich werde euch sagen, wie ich das gemacht habe und werde euch ganz genaue Angaben machen und hoffe, dass ihr Spaß daran habt, eure Reste zu vertun. Ich zeige euch gleich mal ein paar Granny Squares, die ich jetzt mit Resten gemacht habe. Und zwar ist es beim Material bei mir jetzt so gewesen, dass ich mich komplett auf Baumwollreste konzentriert habe, die also quasi nur Baumwollqualität haben. Ihr könnt das natürlich auch mit euren anderen Wollresten machen. Dabei ist es auch nicht so wichtig, wie dick die jeweils sind. Ich habe jetzt so ungefähr die gleiche Dicke rausgesucht, aber ich werde euch gleich noch was dazu sagen, weil ich habe auch teilweise nicht nur zwei Fäden zusammen benutzt, sondern auch manchmal drei, wenn es die Stärke des Garns zugelassen hat. Es ist einfach nur wichtig, dass ihr seht, dass ihr so ungefähr die gleiche Größe habt. Wenn da hier ein paar Millimeter Abweichung sind, fällt das überhaupt nicht auf bei einer großen Decke. Und meistens ist es so, dass ihr, wenn ihr so ungefähr die gleiche Lauflänge habt, wirklich ungefähr, dass ihr da auch hinkommt. Ich habe jetzt Lauflänge gehabt von 130 Metern mit 50 Gramm. Das heißt, wenn ihr so ungefähr dieselbe, muss jetzt wirklich nicht dieselbe Anzahl sein, aber so ungefähr dieselbe Lauflänge habt, könnt ihr eigentlich sehr schön miteinander kombinieren, die Garne. Ich habe zum Beispiel, wenn ich so sehr, sehr feines Baumwollgarn noch habe, habe ich dann noch ein anderes dünnes und ein drittes dünnes dazu benutzt. Also ihr seht das ja schon, dass da manche ein bisschen dicker sind. Das seht ihr dann auch, ohne dass ihr die Lauflänge kennt von den Resten. Das hier zum Beispiel ist ein dickeres, da würde dann dieses dazu reichen. Das merkt ihr aber auch beim Häkeln schon, wenn ihr die einzelnen Granny Squares so ein bisschen vergleicht. Und das Dünne zum Beispiel würde ich mit zwei anderen Dünnen kombinieren und dann kommt ihr genauso hin. Am Anfang machen wir immer einen Kreis, das kommt gleich in der Anleitung, das seht ihr dann ein bisschen mehr. Und ihr seht schon an den Kreisen dann, ob ihr richtig liegt, wenn ihr die so ein bisschen aufeinander legt und ihr seid trotzdem, obwohl ihr kombiniert habt mit dem anderen Garn, bei derselben Größe ist alles gut. Und ich würde halt wirklich so ein bisschen nach dem Auge gehen, weil es gibt ja dicke und dünne Garne und das seht ihr eigentlich ganz gut, was ihr zusammennehmen könnt. Selbst die kleinsten Reste verschwinden und ihr habt die nicht weggeworfen, weil es wäre auch viel zu schade. Ich werde jetzt ein bisschen näher eingehen auf den Bedarf der Wolle und auf die Größe der Granny Squares und so weiter. Wem das jetzt alles zu viel ist, weil er einfach nur die Granny Square Anleitung sehen möchte, der kann vorspulen. Ich blende euch dann die Minuten ein, wo es losgeht mit der Anleitung. Für die anderen, die sich dafür interessieren, sage ich jetzt ganz genau, wie viel ich gebraucht habe, für welche Größe, welches Gewicht und so weiter und wie viel Wolle ihr so ein bisschen einkalkulieren müsst. Und gehe noch darauf ein, was ihr genau braucht.
Ich habe für meine Granny Squares, weil ich die ja zweifach oder dreifach nehme, die Garne, habe ich jetzt die 5,0 mm Häkelnadel benutzt. Und was ihr unbedingt einplanen müsst, ist ein neutrales Garn, was ihr dann komplett für die ganze Decke benutzen werdet, um die zusammenzufügen, die Teile, und vielleicht auch noch eine Umrandung, wenn ihr die einplanen möchtet, machen wollt. Das werde ich auf jeden Fall mit diesem Ecru, mit diesem Wollweiß, wie man das auch nennt, machen. Also plant da schon mal eine Farbe ein, dass ihr da nicht so bunt gemischt habt, sondern das sieht immer schöner aus, wenn ihr ein neutrales Garn nehmt, was zu den ganzen bunten Flicken dann so ein bisschen Ruhe reinbringt. Also davon solltet ihr etwas mehr da haben. Ansonsten könnt ihr wirklich eure bunten Reste nehmen, was ihr da habt, und komplett mischen. Was ihr außerdem braucht, ist nur noch eine Schere. Ihr braucht keine Wollnadel, weil ich werde euch zeigen, wie man diese Restfäden einfach einweben kann, ohne dass man da irgendwas am Ende stundenlang noch vernähen muss. Also wir machen das während des Häkelns, weben wir die Restfäden ein. So, zum Materialbedarf ist es immer so, jeder häkelt anders fest und so weiter. Also alles ohne Gewehr, nagelt mich da nicht fest, wenn es nicht hinkommt. Ich habe aber so ungefähr versucht, das rauszurechnen, was ich benötigt habe. Und zwar habe ich für eine Decke in der Größe von 1,60 m x 1,60 m. Ihr könnt natürlich auch rechteckige Decken machen, je nachdem, wie ihr eure Granny Squares anordnet. Ich habe jetzt einfach mal 1,60 m x 1,60 m gerechnet. Dafür brauche ich 100 Granny Squares, da ein Granny Square ca. 12 x 12 cm bei mir groß ist. Und dafür braucht ihr 2 Kilo Restwolle. Also das alles aber in Baumwollqualität. Also wie gesagt, Baumwolle ist schwer und die wird richtig dick. Die kann man fast schon als Topflappen nehmen. Und das ist eben bei meiner Version jetzt, was ich sagen kann, was ich gebraucht habe. Diese Granny Squares habe ich so angeordnet, dass ich jeweils 50 Stück so und 50 Stück runter habe. Also 4 Quadrate mit jeweils 25 Granny Squares. Und wie gesagt, das sind insgesamt dann 100 Stück. Und ich habe die immer vernäht in Reihen und dann angefügt, bis ich ein Quadrat von 25 Stück hatte. Das zeige ich euch aber am Ende des Videos, wie wir das Ganze anfügen. Und würde dann jetzt anfangen mit der Anleitung, sodass ihr gleich loslegen könnt, um Platz zu schaffen für eure Schränke. Und nicht vergessen, falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert meinen Kanal, um kein neues Video zu verpassen, Glöckchen aktivieren und natürlich, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch hinterlassen und gerne einen Kommentar. So, wir beginnen mit unserer Granny Square Anleitung. Ich habe jetzt, wie gesagt, die 3 Fäden und mache am Anfang einen Anfangsknoten. Für wen das ganz neu ist, dem empfehle ich meine Häkelschulvideos. Die verlinke ich euch hier oben rechts bei den Infokarten oder auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Diese Schlaufe nehmt ihr dann einfach auf eure Nadel drauf. Jetzt seht ihr, das sind diese 3 Fäden. Und wir werden einen Luftmaschenring machen, und zwar brauchen wir dafür 4 Luftmaschen. Dazu holt ihr den Faden und zieht den durch die Schlaufe durch. 1, 2, 3 und 4. Und werden dann in die erste Luftmasche einstechen und eine Kettmasche machen. Das heißt, ihr holt den Faden durch diese Schlaufe durch und gleich nochmal durch die Schlaufe auf der Nadel. Dann haben wir einen kleinen Ring gebildet. Diesen Restfaden lege ich mir parallel zu meiner Arbeit, sodass wir das gleich überhäkeln können. Das wird dann so aussehen wie ein kleiner Kreis. Der Restfaden hängt hier und wir können unsere erste Runde beginnen. Dazu machen wir 3 Luftmaschen. Faden holen, durchziehen und die dritte. Und dann stechen wir jetzt immer hier in der Mitte in diesen kleinen Kreis, in diese Öffnung ein
Und diese drei Luftmaschen zählen jetzt als erstes Stäbchen, also als Ersatzstäbchen. Und wir machen einen Umschlag und werden jetzt 11 ganze Stäbchen in diesen Ring arbeiten. Das heißt, wir stechen in diese Öffnung ein, holen den Faden dadurch, achtet darauf, dass ihr den Rest überhäkelt, und maschen zwei von den Schlaufen, die wir gebildet haben, ab und nochmal zwei ab. Und das Ganze nochmal Umschlag, einstechen, Faden holen und das dritte Stäbchen, also wenn wir das erste mitzählen, 1, 2, 3 und so weiter, bis ihr insgesamt dann inklusive von diesen Ersatzstäbchen 12 Stück habt. Immer in die Mitte einstechen, dabei den Restfaden gleich überhäkeln. Es wird richtig schön dick durch diese doppelten Fäden. Und wir können so mit einer ganz schnellen Methode unsere Reste nochmal vertun und einsetzen für ein ganz tolles Projekt, finde ich. Das macht ihr, bis ihr 12 Stück habt. Es geht unheimlich schnell. Ihr werdet sehen, wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, könnt ihr die im Schlaf. Wenn ihr dann 12 Stück drinne habt, also diese drei Luftmaschen plus 11, dann ziehen wir hier ganz fest an diesem Restfaden, der noch rausguckt, um diese Öffnung in der Mitte zu schließen und lassen den hängen und schließen die Runde ab mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche, die wir am Anfang gemacht haben. Das wäre hier oben. Und durchziehen und durchziehen. Damit schließen wir diese Runde und beginnen schon die zweite Runde, immer noch in dieser Farbe. Und dazu fange ich jetzt an und nehme meinen Restfaden, weil ich das ungern vernähe, wie gesagt, und wickel mir den von hinten relativ straff einmal um meinen Arbeitsfaden und mache wieder drei Luftmaschen. 1, 2, 3. Damit habe ich den einfach von hier unten hochgeholt, weil wir den jetzt schön einweben wollen, damit der verschwindet. Wir werden jetzt bei jedem Stäbchen immer zwei Stäbchen dazwischen häkeln. Dazu, ich lege mir jetzt hier wieder den Arbeitsfaden hier oben drauf, dazu werden wir jetzt direkt unter diese drei Luftmaschen in diese erste Lücke einstechen und ein Stäbchen machen. Also einen Umschlag und direkt darunter in diese Lücke einstechen. Achtet darauf, dass ihr den Restfaden auch überhäkelt. Macht ihr noch ein Stäbchen hinzu. Die drei sind wieder ein Ersatzstäbchen, also haben wir hier in dieser Lücke zwei Stäbchen. Restfaden schön mitlaufen lassen. Dann guckt ihr euch dieses nächste Loch an, neben dem Stäbchen, und macht da hinein wieder ein Stäbchen. Und ein zweites gleich noch hinzu. Dann gehen wir weiter und wir haben die nächste Lücke. Nach diesem Stäbchen nehmt ihr euch diesen Zwischenraum. Da mache ich jetzt wieder zwei Stäbchen rein. Und diesmal will ich dieses Ende richtig gut verwebt haben. Also steche ich ein, hole den Faden durch, mache die zwei ab und dann webe ich mir hier diesen Restfaden nochmal um den Arbeitsfaden und mache dann die letzten zwei Schlaufen. Und dann brauchen wir ja noch ein Stäbchen, wieder einstechen, zwei abmaschen und das wiederhole ich jetzt noch einmal und wickel den hier hinten drum herum. Wenn euch das alles zu viel ist und ihr lieber am Ende alles mit der Wollnadel vernähen möchtet, könnt ihr das gerne machen. Aber ich möchte euch wirklich diesen Tipp geben, das wird einfach zu viel. Und webt das hier hinten einfach schön ein, damit das weg ist. Das ist vielleicht am Anfang für die Anfänger jetzt ein bisschen viel Input, aber ihr werdet sehen, wenn ihr das mal probiert, ist das überhaupt nicht kompliziert. Es sieht auch jetzt nur vielleicht kompliziert aus, aber ihr werdet sehen, dieser Faden verschwindet und den Rest können wir dann einfach abschneiden hinten, weil der ist jetzt so viel eingewebt, der wird sich jetzt nicht mehr lösen. Das ist wunderbar versteckt und ihr macht jetzt mit jeder Lücke dasselbe, immer zwei Stäbchen rein, und wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch weiter hier weben und immer hinten diesen Restfaden noch mal mit einbeziehen.
Aber ich würde jetzt einfach aufhören und dann den Rest hinten mit der Schere vorsichtig abschneiden. Und dann ist der weg. Dann wieder die nächste Lücke, wieder zwei Stäbchen in diese Lücke häkeln. Eins und zwei. Und das macht ihr bis zum Ende dieser Runde. Und dann solltet ihr insgesamt mit diesem Ersatzstäbchen am Anfang 24 Stäbchen haben. Also 12 Gruppen mit jeweils zwei Stäbchen. Das macht ihr jetzt einfach bis zum Ende der Runde und ich zeige euch gleich, wie wir die Runde abschließen. Am Ende der Runde habt ihr hier so einen schönen Kreis und ihr könnt euch ruhig kontrollieren, ob ihr 12 Zweierpäckchen habt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Weil da muss alles stimmen, dass das nachher mit dem Muster aufgeht. Und wir werden wieder die Runde abschließen mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche, die wir am Anfang gemacht hatten. Einfach durchziehen und nochmal durchziehen. Und dann sollte das ein schöner Rundenabschluss sein, dass ihr diesen Kreis fertig habt. Dann lockert ihr hier und dürft diese Farbe abschneiden. Das ist dann jetzt diese Sonne in der Mitte. Ich ziehe mir dann hier immer den Faden durch, um das Ganze zu verknoten, zu sichern. Und jetzt dürft ihr hier hinten, wenn ihr das so wie ich gemacht habt, einfach vorsichtig den Rest entfernen und habt diesen Restfaden ganz super versteckt. Ab jetzt wollen wir dann eine neue Farbe nehmen. Ich nehme für die nächste Runde zwei Fäden von diesem Lila, weil ihr das dann auch schön sehen könnt, diesen Kontrast. Wir können jetzt egal wo einstechen, solange wir bei den Zwischenräumen zwischen den Zweierpäckchen einstechen. Also das sind immer diese kleinen Vs und ihr stecht nicht zwischen dem V ein, sondern hinter oder vor dem V. Ach so, und vorher machen wir natürlich einen Anfangsknoten mit der neuen Farbe. Also so füge ich immer die Fäden an. Wenn ihr da eine eigene Methode habt, könnt ihr das gerne machen, wie ihr das möchtet. Und hole mir hier diese Schlaufe nach oben und mache gleich eine Luftmasche, um die da zu verbinden. Dann haben wir hier diesen Restfaden und mit dem gehe ich jetzt genauso um, dass ich mir den hier hinten um meinen Faden drumherum lege. Dann mache ich noch zwei zusätzliche Luftmaschen. Ihr habt dann hier drei Luftmaschen als Steigeluftmaschen, die wir auch wieder als Ersatzstäbchen verwenden. Meinen Restfaden überhäkel ich jetzt auch gleich wieder oder webe den auch wieder ein, wie vorhin auch. Ich hoffe, das verwirrt euch nicht zu sehr, wenn ihr noch Anfänger seid und ich hoffe, dass euch dieser Tipp hilfreich ist. Wir machen jetzt zwischen alle Zwischenräume immer Dreierpäckchen und bilden aber auch gleichzeitig unsere Ecken. Wie wir das machen, zeige ich euch jetzt gleich. Wir machen aber hier in diese Lücke jetzt noch zwei Stäbchen hinzu, damit wir ein Dreierpäckchen bekommen. Dazu macht ihr einen Umschlag, stecht wieder in diese Lücke ein, überhäkelt dabei auch den Rest, mascht zwei ab und ich webe dann gleich wieder hier ein, zack, weg damit und noch zwei ab. Noch ein Stäbchen, Umschlag, einstechen, Faden holen, zwei abmaschen und dann wickel ich wieder hier oben einmal rum. So, dann ist nämlich unser Restfaden schon schön eingewebt und wir können uns um die nächste Lücke kümmern, die ist nach den zwei Stäbchen hier drüben und wir machen einen Umschlag und stechen dort auch ein und machen drei Stäbchen, Entschuldigung, eins, zwei und drei. Das ist die nächste Dreiergruppe. Dann wieder den nächsten nach den zwei Stäbchen nehmen, nächsten Zwischenraum und auch wieder drei Stäbchen. Eins, zwei, drei und wir wollen jetzt die erste Ecke bilden, damit wir auch ein Granny Square bekommen. Und dazu machen wir jetzt
2 Luftmaschen, da wo wir sind, und machen nochmal eine Dreiergruppe in diese Lücke rein, wo die anderen drei auch schon drin sind. Also es erinnert ein bisschen an das klassische Granny Square, so wie da die Ecken gebildet werden, machen wir das auch. Umschlag und in dieselbe Lücke nochmal rein und auch 3 Stäbchen machen. 1, 2 und 3. Damit haben wir die erste Ecke und gehen weiter und suchen wieder die nächste Lücke. Das wäre wieder nach 2 Stäbchen und da kommen wieder nur 3 Stäbchen rein. Ich gebe jetzt mal ein bisschen Gas, damit es nicht langweilig wird, weil das wiederholt sich ja nur. 3 Stäbchen in die nächste Lücke, 3 Stäbchen. Und nach diesen 2 Dreiergruppen machen wir wieder eine Ecke. Also wir haben immer eine Ecke, 2 Dreiergruppen, also 2 Päckchen und wieder eine Ecke. 2 Päckchen, Ecke, 2 Päckchen, Ecke. Das heißt, wieder in die nächste Lücke reingehen, 3 Stäbchen machen plus 2 Luftmaschen, hoppla, plus 3 Stäbchen. Sind die 3, 2 Luftmaschen und nochmal 3. Dann kommen wieder 2 von den normalen Päckchen. Ihr geht wieder 2 Stäbchen weiter in die nächste Lücke und macht 3 Stäbchen. Und in die nächste Lücke 3 Stäbchen. Ihr seht, es bildet sich wirklich schon diese schöne Sonne, diese Blumenform. Und nach diesen 2 Päckchen machen wir eine Ecke. Also wieder 2 Stäbchen weiter springen in den Zwischenraum. 3 Stäbchen. 2, 3. Plus 2 Luftmaschen als Lücke und nochmal 3 Stäbchen mit hinzu. Und 3. Und ihr seht, wir sind jetzt an diesem Knoten von der Vorrunde. Und den überhäkeln wir mit diesem Restfaden jetzt auch. Also legt ihr euch das wieder schön parallel zur Arbeit. Das sind hier unsere 3 Luftmaschen und das Stäbchen und die überspringen wir beide und gehen wieder in die nächste Lücke. Und da kommen ja wieder nur 3 Stäbchen rein. 1, 2, 3. 2 Stäbchen weiterspringen, wieder 1, 2, 3. Jetzt haben wir auch den Restfaden gut überhäkelt. Den lege ich mir jetzt einfach weg, dass der nicht mehr stört. Jetzt haben wir noch eine Lücke und da machen wir die letzte Ecke rein. Das heißt wieder 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 3 Stäbchen. Also kinderleicht, nichts Schwieriges dabei. 2, 3, 2 Luftmaschen und nochmal 3 Stäbchen hinzufügen. 1, 2, 3. Und jetzt kommen wir hier oben an, wo wir angefangen haben. Das sind wieder 2 Päckchen und die verbinden wir jetzt mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche oben, durchziehen, durchziehen und nicht abschneiden. Damit haben wir jetzt unser rundes Teil viereckig gemacht und jetzt kommt noch eine Runde hinzu, wo wir
das Ganze nochmal wiederholen. Ihr beginnt die Reihe wieder mit 3 Luftmaschen als Ersatzstäbchen und gleich unten drunter in diese Lücke 2 zusätzliche Stäbchen. 1 und 2. Den nächsten Zwischenraum suchen, der ist hier. Da ist unser Restfaden, den brauchen wir nicht. Der bleibt einfach hängen. Und in diesen Zwischenraum 3 Stäbchen häkeln. In den nächsten Zwischenraum, es ist jetzt ein Zwischenraum dazugekommen. Das heißt, wir haben immer 3 Päckchen und dann die Ecken. Und dann kommt die Ecke und die behandeln wir wie gehabt mit 3 Stäbchen in diese 2 Luftmaschen unten drunter gehen. In diese Lücke mit den 2 Luftmaschen und 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 3 Stäbchen machen. Also das wiederholt sich jetzt nur. 1, 2 und nochmal 3 Stäbchen für die andere Seite. 1, 2, 3. Dann wieder die Zwischenräume behäkeln mit jeweils 3 Stäbchen und bei der Ecke genauso verfahren. Und das macht ihr die ganze Runde lang, bis ihr am Ende angekommen seid. Und dann zeige ich euch noch, wie wir die Runde hier oben abschließen. Also immer weitermachen in die Zwischenräume 3, in die Ecken 3 plus 3 und bis ihr hier unten angekommen seid. Dann zeige ich euch den Rest. So, am Ende angekommen der Runde. Sieht dann unser Granny Square so aus mit dieser Blume in der Mitte und den 2 Runden mit den Päckchen. Und wir schließen das Ganze ab. Ich habe jetzt die Ecke hier oben noch gemacht, 3 und 2 Luftmaschen und 3. Und mache wie vorhin auch in die dritte Luftmasche eine Kettenmasche. 1 und nochmal durchziehen. Dann könnt ihr hier lockern, schneidet den Faden ab und den hole ich hier dann durch, beende das und unser erstes Granny Square für die Decke wäre fertig. Ihr dürft dann hier hinten noch gleich die Restfäden abschneiden, weil mit denen wollen wir ja nichts mehr zu tun haben. Seid dabei nur vorsichtig, dass ihr nicht zu tief schneidet. Und das lasse ich immer dran, das überhäkel ich beim Zusammenfügen und wie das geht, zeige ich euch auch. Fürs Zusammenfügen der Granny Squares gibt es verschiedene Methoden. Manche nähen sie gerne zusammen, manche häkeln sie lieber zusammen. Ich häkel sie zusammen und zwar gibt es da auch verschiedene Methoden und man kann sie mit Kettmaschen, mit festen Maschen und so weiter. Ich häkel sie mit festen Maschen und möchte auch, dass diese Kante, die dabei entsteht, hinten ist. Man kann die aber auch vorne haben, also je nach Geschmack könnt ihr gerne gucken, wie ihr euch das am liebsten zusammenfügt. Zum Dranhäkeln werde ich, wie gesagt, dieses neutrale Wollweiß benutzen und ihr könnt auch, wenn ihr möchtet, eine kleinere Nadel nehmen, um leichter in die Maschen reinzukommen. Ich mache es mit meiner, aber viele benutzen gerne zum Zusammenfügen eine kleinere Nadel. Also, ich mache das so, dass ich immer 5 in einer Reihe erstmal nebeneinander einzeln zusammenfüge und dann die ganze Reihe an die nächste Reihe. Wie ich das meine, zeige ich euch gleich noch. Also ihr nehmt einfach die 2 Seiten, legt die schöne Seite auf die schöne Seite, also quasi rechts auf rechts und fangt in einer Ecke an. Dazu nehme ich mir diese Wollweiß und mache auch einen Anfangsknoten, um zu beginnen. Und werde dann die Kante zusammenhäkeln. Dann gehe ich durch beide Löcher hier oben durch und hänge mir meinen Anfangsknoten hier, also die Anfangsschlinge drauf und ziehe die mir einfach hier nach oben und mache eine Luftmasche, um das Ganze zu fixieren. Diesen Restfaden überhäkel ich jetzt auch gleich beim Zusammenfügen und wir fangen an mit der ersten festen Masche. Dazu steche ich einfach in die Lücke ein, hole den Faden hier hoch und
einmal durch. Und ab jetzt ist es eigentlich ganz einfach. Wir werden immer durch beide Schichten hier oben entlang in die Maschen einstechen. Dazu gehe ich in die erste Masche hier oben rein, in beide Schichten. Ich hoffe, ihr seht das da. Überhäkel dabei meinen Restfaden, ziehe den Faden da durch und mache eine feste Masche. Das entlang der Kante. Immer in beide Seiten und hier oben eine feste Masche. Das macht ihr die ganze Kante entlang bis zum Ende. Und wie gesagt, ich werde immer 5 Stück einzeln in einer Reihe zusammen machen. Und dann mache ich 5 Reihen, so dass ich 25 Stück als ein Quadrat habe. Das könnt ihr dann hier einfach abschneiden. Das lege ich jetzt raus. Und das hier überhäkel ich auch gleich, so dass ich das auch nicht mehr einnähen muss. Und das zeige ich euch aber jetzt gleich, wie ich das meine mit den 25. Die Größe, was ihr jetzt natürlich macht, ist eure Sache. Ihr könnt auch einfach übers Jahr verteilt immer wieder Granny Squares machen, wenn ihr Reste habt, und die dann irgendwann mal zusammenfügen. Das bleibt völlig euch überlassen. Ihr könnt sogar eine kleine Babydecke nur ganz schnell machen aus den Resten. Ich finde, das ist eine ganz tolle Methode, denn ihr habt mit einem Granny Square, wenn ihr mehrere Fäden nehmt wie ich, unheimlich viel Wolle verbraucht, und es wäre zu schade, diese ganzen Wollreste einfach im Schrank liegen zu lassen, finde ich, wenn dabei so was Schönes, Großes rauskommen kann. Am Ende mache ich noch mal eine feste Masche in diese Lücke. Das ist dann die letzte. Das können wir dann auch abschneiden, diesen Rest hier. Und dann schneide ich ab und beende auch diesen Faden wieder, ups, mit einem Knoten. Und so mache ich dann immer 2 Stück zusammen, bis ich eine Reihe von 5 Stück habe. Hier seht ihr auch diese Kante, von der ich gesprochen habe, die dabei entsteht. Und hier habt ihr eine gerade Naht. Und so mache ich das dann immer weiter, dass ich 5 Stück in der Reihe habe, so wie hier. Dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5. Und diese 5 werde ich dann an die nächsten 5 in der Länge nach, also komplett einmal durch, zusammenhäkeln. Dazu legt ihr dann einfach beide rein, schöne Seite auf schöne Seite, und häkelt dann die 5 immer schön zusammen. Hier in der Mitte müsst ihr natürlich immer aufpassen, dass ihr da wirklich gerade seid, dass ihr jede Masche erwischt. Und das mache ich dann, bis ich 5 Reihen untereinander habe. Das ist dann ein großes Quadrat in der Größe 80 x 80 cm. Also bei mir sind diese 5 x 5 immer 80 cm circa groß. Und dann mache ich davon 4 Stück, also dass ich meine 1,60 m x 1,60 m habe. Hier kann ich euch nochmal zeigen, die Rückseite hat dann immer so eine Kante und die Vorderseite nicht, also die ist glatt. Ja? Also so sieht mein Quadrat dann aus, das erste, und davon mache ich dann 4 Stück und verbinde dann die Quadrate nochmal an der Kante, so dass ich dann 100 Stück zusammen habe. Ja, wie ihr seht, bin ich selber noch nicht fertig mit der Decke, und das fertige Ergebnis könnt ihr dann auf Insta oder bei Facebook bei mir auf meinen Social Media Kanälen sehen. Und es wäre schön von euch auch eure Werke zu sehen. Verlinkt mich und benutzt Hashtag Carolines Welt, damit wir uns da ein bisschen verbinden können. Und ihr könnt natürlich auch den Fortschritt der Decke miterleben, wenn ihr mir folgt. Ansonsten wünsche ich euch viel, viel Freude beim Nachhäkeln und hoffe, dass ihr eure Reste gut loswerdet. Und wünsche euch viel Spaß beim Häkeln. Bis zum nächsten Video. Tschüss!